Heute ein Glasmagnetboard. Schwarz. Wo ich das erstmal gelesen habe, Glasmagnetboard, habe ich gefragt, geht das überhaupt? Glas ist ja eigentlich nicht magnetisch. Und entsprechend, wo ich es bekommen habe, habe ich zuerst getestet, ob das wirklich magnetisch ist. Und es wurden 3 Magnete mitgeliefert zu dem Board und ist magnetisch. Wir werden die nachher noch genau testen, weil wir testen heute nicht nur das Glasmagnetboard, sondern man kauft ja meistens, wenn man sich so ein Board kauft, auch die passenden Stifte und passenden Magneten dazu und die sind dann auch im Test. Wobei das Grund, also die Grundausstattung ist in dem Paket enthalten, wenn man sich das Board bestellt. Das heißt, man bekommt 3 Magnete, sehr sehr kleine und dünne, ob die was halten werden wir gleich sehen. Dann einen magnetischen Stiftehalter und noch einen Stift. So, das ist das, was man bekommt. Plus natürlich, dass man seine Wand machen kann. Ein Befestigungsset. Hinten sind 4 Löcher, das heißt, man kann sowohl vertikal als auch horizontal das befestigen. Und man hat hier 2 Schrauben und 2 Dübel, also kann man richtig schön fest an die Wand machen. So, was habe ich mir dazu gekauft? Beziehungsweise nicht gekauft, sondern habe es geschickt bekommen. Aber was halt immer dazu gekauft wird, sind Kreidemarker, die halt im 5er-Pack mit verschiedenen Farben geliefert werden und so ein 4er-Pack Magnete. Das gibt es auch im 8er- und 12er-Pack, habe ich gesehen. Hier sind halt 4 Magnete. Selbst die Magnete sehen für mich total winzig aus, das sind 4 Stück. Die sind natürlich nochmal doppelt so groß wie die kleinen von hier, aber so kleine Magnete habe ich jetzt noch nie benutzt. Aber man merkt schon, wenn man die abmacht, die sind schon sehr intensiv. Aber kommen wir jetzt gleich dazu, wenn wir die Magnete testen. Als erstes natürlich, wie sieht das aus? Der mitgelieferte Stift verfügt über so eine Pumpmechanik, das heißt, man muss erstmal pumpen, bis dann was zu sehen ist. Und wenn man dann drauf schreibt, sieht das halt so aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich das Weiß, also wenn man das in der Anzeige liest, in der Produktbeschreibung, ist das Weiß nicht so weiß, wie ich es eigentlich erhofft habe. Ich wollte so ein stechendes, grelles Weiß haben. Und mit dem Stift hier muss ich sagen, nö, ist es nicht. Ist nicht genau der Effekt, wie ich eigentlich erhofft habe. So, jetzt schauen wir mal. Den Stift hier von Office Marsha. Das ist das Weiß, was ich mir erhofft habe. Also, weil das sieht jetzt so aus, wie es auch in der Produktbeschreibung war. Schönes, sattes Schwarz und schönes, sattes Weiß. So, und genau das, so wollte ich es haben. Und das hier oben finde ich nicht gut. Und das ist der mitgelieferte Stift. Und er ist benutzbar, man erkennt es, aber es ist nicht dieser Wahnsinns-Eye-Catcher-Effekt wie mit dem richtig schönen satten Weiß von dem Stiftset von Office Marshall. Das heißt, wenn man sich das Board kauft, würde ich auf jeden Fall mein Handy-Akku ist alle. Stifte von Office Marshall würde ich auf jeden Fall mitkaufen. Die gibt's auch, ich habe das verschiedene Farbset hier bekommen. Da ist jetzt nicht nur das Weiß drin, sondern noch diverse andere Farben. Mal kurz zeigen. So, jetzt haben wir alles durch. Das heißt, man bekommt hier in dem Set die 5 Farben geliefert und die Farben sind wirklich satt. Die sind von der Strichdicke etwas dünner als der oben, aber das finde ich eher vorteilig, weil dadurch kann man halt ein bisschen diffiziler schreiben und entsprechend die Fläche besser ausnutzen. Aber das ist Geschmackssache, die gibt es sicherlich auch in größeren Stärken. Also, bei dem Board definitiv würde ich persönlich Stifte mitkaufen, die von Office Marshall. Wie bekommt man die Dinger weg? Also ich habe das normal mit so einem Whiteboard-Schwamm probiert, das verwischt es einfach nur, bringt nichts. Das heißt, hier nimmt man am besten einen ganz normalen feuchten Lappen. Dann bekommt man das wunderbar weg. So, und jetzt ist die Tafel nass. Und das ist natürlich blöd. Die muss ja erst trocknen, damit man wieder schreiben kann. Habe ich zumindest gedacht. Ist aber nicht so. Das Ding ist noch richtig feucht, ich weiß nicht, ob man sieht. Aber man kann einfach
wieder draufschreiben. Auch wenn es noch feucht ist. Macht denn überhaupt nichts aus. Wunderbar, klasse. Was ein kleiner Nachteil ist, was ich persönlich ein bisschen als störend empfinde, es quietscht ein bisschen, wenn man schreibt. Keine Ahnung, ob das ein anderer Stifthersteller besser gelöst hat oder nicht, aber ja, muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit es vernachlässigbar ist oder das stört. Mich stört es, das Quietschen. Ist jetzt kein durchdringendes Quietschen, aber es ist halt wahrnehmbar, man hat es ja vielleicht gehört. Und ja, entsprechend, ja, kleiner Nachteil. Aber die Farbstärke ist halt das Entscheidende und die ist wunderbar. Kommen wir zu den Magneten. So, also sind wie gesagt 3 Magnete mitgeliefert. 3 von den kleinen. Ha, die sind wirklich stark. Ja, den kleinen hier. So, die sind mitgeliefert. Ich habe das vorhin schon mal so ansatzweise getestet. Deswegen, also das sind jetzt 3 Blätter. 3 Blätter hält das einwandfrei. 4, 5 Blätter gingen auch noch. Bei 6 Blättern fängt es dann extrem an zu rutschen. Das heißt, das sind die kleinen, die mitgeliefert sind. 3 Stück sind mitgeliefert. Und diese hier sind die ich extra dazu bekommen habe. Da ja, können wir gleich mal sehen mit den Blättern. Also auf der Packung steht drauf, oder 6 Blätter auf Stahlboards. Das hier, übrigens, das ist richtig schweres Druckerpapier, also kein billiges Dings. Das sind 13 Blätter, ich zähle jetzt mal nicht einzeln auf. Dann sieht man, das rutscht. Und das ist ungefähr die Belastungsgrenze. Wenn wir uns sicher sein, also die 6 Blätter hält es auf jeden Fall, das wollte ich damit sagen. Wir haben jetzt 3 Blätter weggemacht, zu 10 Blätter. Rutscht ganz wenig noch ein bisschen, aber es hält, man kann also 13 Blätter machen. So, jetzt haben wir 8. Ja, und das ist relativ stabil. Wie gesagt, mit 6 Blättern wird beworben, ich würde sagen 8 Blätter kann man so, man, das hängt ja an der Wand, das Ding wackelt ja nicht, aber ich sag mal, 13 Blätter, 14 Blätter kann man sicherlich dran machen, mit 8 Blättern ist es sehr, sehr stabil. Entsprechend, alles hier entsorgen, ja, hab ja auch mal also eine Nudelsuppe oder so, hier noch eine Packung Reis, also solche Sachen, damit man ungefähr sieht, ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind, ja, geht, wenn man das dran macht, aber das macht man natürlich nicht. Ich wollte damit nur sagen, also diese kleinen Magnete, selbst die mitgelieferten, die 3 Stück, sind schon für Blätter und sowas vollkommen ausreichend. Wenn man natürlich jetzt noch etwas Schweres oder mehrere Blätter auf einmal dranhängen will, dann sollte man sich diese etwas dickeren Magnete dazu kaufen. Also ich muss sagen, alles in allem kostet es auch keine Unsummen. Also das Board ist hier mit 25 Euro ungefähr, schlägt das zu Buche. Und ja, also das muss jeder für sich selber entscheiden. So eine Pinnwand aus Kork oder sowas kostet auch zwischen 10 und 20 Euro. Und mit der Pinnwand hast du ja immer, wo man reinsteckt und wo man die Blätter ja auch sozusagen beschädigt, was man bei einem Magnetboard nicht hat. Das heißt, da kann man immer wieder was dran, auch wichtige Dokumente, die man vielleicht wegschicken will oder einen Brief, und den kann man da abmachen und es ist unversehrt. Das ist der Vorteil für den Magnetboard gegenüber der Pinnwand. So, und dazu kommt halt hier noch der Effekt, dass du das auch beschreiben kannst. Und von daher würde ich die Pinnwand, die ja quasi ja, sehr viele Leute haben, auf jeden Fall ersetzen durch dieses Glasmagnetboard. Ja, entsprechend, klarer Kauf, 5 Sterne und viel Spaß dabei.